Da sind wir wieder zurück und uns zugeschaltet ist jetzt Professor Dr. Sven Fuhrmann, Studiengangsleiter für Kartografie und Geomedientechnik. Und mit Herrn Fuhrmann wollen wir ein bisschen über den entsprechenden Studiengang sprechen. Hallo Herr Fuhrmann, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Kipp, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass wir über die Fakultät und die Studiengänge oder auch den Studiengang Kartografie, Geomedientechnik sprechen können. Und bin gespannt auf Ihre Fragen. Genau. Dann starten wir doch gleich mal rein, ein bisschen allgemeiner. Was macht denn die Fakultät für Geoinformation im Allgemeinen und das Kartografiestudium jetzt im Speziellen aus? Okay, also die Geoinformation ist eigentlich ein relativ junger Fachbereich, der aber eigentlich auf eine ganz, ganz, ganz lange Tradition zurückläuft. Denn die Menschen haben ja schon seit Jahren darüber nachgedacht, wo sie sind, wohin sie müssen, wo man vielleicht bestimmte Grenzen zieht und Informationen gesammelt über Orte, über Städte, über Regionen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eben seit wenigen Jahren diese Information verstärkt mit Computerprogrammen zu erfassen, aufzuarbeiten, auszuwerten und zu visualisieren. Und das sind eben Studiengänge, die im Bereich der Fakultät Geoinformation angeboten werden. Wir werden gleich ja nochmal ein bisschen was sehen zu dem Bereich Geodäsie, wo wir dann ja auch ins Labor schalten werden. Und wir haben also sozusagen drei Studiengänge, die sich mit dem Erfassen, mit dem Analysieren und dann auch dem Visualisieren von Geodaten beschäftigen. Und die Kartografie und Geomedientechnik insbesondere guckt sich jetzt die verschiedenen Medien an und versucht, diese Geodaten zu visualisieren. Das heißt, wir erstellen Karten auf gedrucktem Papier, auf mobilen Endgeräten und natürlich auch inzwischen schon im Bereich Virtual Reality. Und von daher beschäftigt sich der Studiengang Kartografie, Geomedientechnik eben mit der Visualisierung von diesen Informationen und eben auch der Kommunikation dieser Informationen für die Öffentlichkeit und auch Fachanwender. Genau, das ist ein schönes Feld auf jeden Fall, sehr klar eingegrenztes Feld erstmal, ja, also für den Laien, sage ich jetzt mal. Vielleicht erstmal gefragt, was muss man denn da mitbringen? Was sollte man für Interessen haben, wenn man sich jetzt für Kartografie interessiert? Was ist gut, wenn man dafür für Fähigkeiten hat quasi? Genau. Der Studiengang Kartografie Geomedientechnik ist ein zulassungsfreier Studiengang und unsere Studierenden bringen sozusagen an Interessen mit im Bereich Design. Das heißt, wenn wir über Produkte sprechen, die wir erstellen, die eben für einen Massenmarkt möglicherweise produziert werden, müssen wir uns überlegen, wie erstellen wir bestimmte Benutzerschnittstellen, Oberflächen, aber auch wie zeichnen wir oder erstellen wir die Karten. Dann sind wir natürlich, das hört sich nämlich, da kommt man schon direkt rein, hört sich natürlich dann gleich an, dass da eine Menge IT involviert ist. Also wir nutzen ganz moderne digitale Geoinformationssysteme und auch digitale Medien, um eben diese Daten und Informationen zu visualisieren. Und dann natürlich ein weiterer Interessensbereich ist eben auch die Kommunikation. Wie ermögliche ich hier jetzt eine Informationsvisualisierung? Und das heißt, wir sind also so auf der Schnittstelle zwischen Design, Informationstechnologie und Kommunikationswissenschaften. Und das ist wirklich ein ganz spannender Bereich und ganz aktueller Bereich, in dem man sich hier eigentlich bewegt. Und da machen wir natürlich eine erstklassige Ausbildung. Genau, also jetzt ist es ja so, Kartografie, das stellt man sich erstmal was drunter vor, ne? Oder, Sie haben es so schön im Hintergrund, die Karte malen quasi, ja. Aber Kartografie, das kann auch einen Beitrag leisten zu ganz, ganz hochaktuellen Themen. Was sind das denn für Themen? Ja, also die Kartografie leistet gerade ganz, ganz, ganz massiven Einsatz und auch die Geomedientechnik natürlich. Wenn wir gerade jetzt an die Hochwasserkatastrophen denken, die auch in Deutschland zugeschlagen haben, wenn wir an den globalen Wandel denken, wie man
dort die Auswirkungen visualisieren kann. Und unsere Kartografinnen und Kartografen, die sind natürlich im Einsatz, zum einen bei der Datenerhebung, wo man schaut, was ist denn da jetzt gerade passiert, was hat sich verändert, wie kann ich das jetzt darstellen, möglichst zeitnah, weil ja die Informationen gerade im Katastrophenfall sofort benötigt werden. Da sind ja ganze Straßen verschwunden, Brücken verschwunden, Infrastruktur beeinflusst. Man weiß ja dann in der Sekunde gar nicht, wie komme ich jetzt eigentlich zu dem Ort hin, um Hilfe zu leisten. Und unsere Studierenden und dann auch unsere Absolventinnen und Absolventen sind da natürlich gefragt, im Einsatz eben diese Informationen aufzubereiten und neue Kartenwerke zu erstellen. Aber das natürlich dann eben auch eben mit diesen digitalen Medien, wo man sich vorstellen muss, dass man draußen im Feld ist, eine Karte braucht, die sich auf sein mobiles Endgerät lädt und dann mit den neuesten Informationen arbeitet, möglicherweise mit Luftbildern, die gerade beflogen werden. Also von daher sehen wir gerade jetzt im Bereich Nachhaltigkeit, Klimawandel und Katastrophenmanagement ganz, ganz, ganz viel Bedarf, eben auch bei den Behörden und Kommunen, die gerade jetzt sehr, sehr, sehr sensibilisiert sind, was die Zukunft möglicherweise bringt und welche Planungsszenarien da gemacht werden müssen. Ja, das ist ja, also genau, also man muss sich nicht denken, quasi die Welt ist ja schon vermessen und von allem ist schon eine Karte da, so ist es nicht. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun, ja, gerade in der aktuellen Zeit. Wo arbeiten denn Absolventinnen oder Absolventen der Kartografie typischerweise? Also es gibt noch Teile, die sind noch nicht vermessen, die sind gar nicht sichtbar. Das ist also auch ganz, ganz wichtig noch zu erwähnen, wo vielleicht einige Bereiche überhaupt gar nicht sichtbar sind. Zum Beispiel einige Slums in verschiedenen Ländern, die sind nicht auf der Karte sichtbar. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Aber um Ihre Frage zu beantworten, wo arbeiten unsere Kartografen und Kartografinnen? Die sind in verschiedenen Behörden aktiv, das heißt auf Stadt, Kommunen, Land, Bundesebene. Sie sind im Bereich Mediendesign tätig. Versicherungen benötigen Kartografinnen und Kartografen, gerade jetzt auch im Hinblick, was zum Beispiel Katastrophenmanagement angeht, gibt es auch dort verschiedene Einsatzmöglichkeiten in der Versicherung, aber auch im Katastrophenmanagement, Geodesign, Verlage benötigen Kartografen. Also der Einsatz oder die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, gerade weil es dieses Spektrum zwischen Design, IT, modernste Visualisierungstechniken und der Kommunikation ist. Alles klar. Herr Fuhrmann, meine Regie hat mir gerade gezeigt, dass es eine Frage zum Studiengang gibt. Wären Sie bereit, die kurz zu beantworten? Gerne, natürlich. Alles klar, dann blendet der Kollege die mir kurz ein. Kommt auch Erdkunde vor im Studium? Also ist das quasi ein zentrales Fach für ein Studium in Kartografie? Genau. Also der Studiengang selber ist aufgebaut auf verschiedene Säulen. Dazu gehört auch die Geografie und die Nachhaltigkeit. Das sind wesentliche Elemente auch in dem Studiengang, wo wir ganz insbesondere dann im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind. Und das verbunden eben mit ganz modernen Visualisierungstechniken, wie gesagt, auch für mobile Endgeräte, für Augmented Reality, für Virtual Reality. Dort werden die Konzepte dann eingesetzt mit Geomedientechnik, Geoinformatik und auch dann der Kartografie oder Geovisualisierung. Okay, also spielt eine Rolle, aber dann eben in der Anwendung mit technischen Geräten. Herr Fuhrmann, vielen, vielen Dank für den Einblick in der App. Ich kriege angezeigt, es gibt noch eine Frage. Muss man viel Informatik machen in dem Studiengang? Also wie groß ist der Informatikanteil? Wir haben innerhalb dieses Studiums natürlich Anforderungen an die Programmierung. Das heißt, wir erstellen natürlich moderne Geo-Apps, die für mobile Endgeräte bereitgestellt werden. Ich würde sagen, vom Anforderungsprofil her ist es ungefähr ein Viertel Informationstechnologie, dazu würde ich jetzt Scripting und Programmierung zählen, dann im Prinzip ein Viertel
Kartografie, Geomedientechnik. Die Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle und dann natürlich auch Grundlagen, die notwendig sind, um alle diese Elemente bedienen zu können oder umfassend behandeln zu können. Also insgesamt wirklich ein sehr umfassendes und wirklich zeitgemäßes Studium. Wunderbar. Dann sind wir jetzt aber soweit. Und genau, vielen Dank für diesen Einblick in den Studiengang Kartografie und Geomedientechnik.